Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land 2 The Six Golden Coins mit dem lieben Train. Hallo. Ja, hier bin ich. Was geht ab? Und ich bin so froh, dass ich Kommentare bekomme unter meinen Let's Plays, denn ohne diese Kommentare würde ich echt kalt aussehen. Und zwar, Spawnish hat geschrieben, dass wir ohne, wenn wir jetzt gestorben sind, ohne Leben, müssten wir alle Coins zurückholen. Alles, also die Bosse nochmal neu besiegen. Richtig scheiße. Glaub mir, wollen wir nicht. Du hättest in den 5-Liga reingehen sollen. Wir haben jetzt Glück gehabt. Nur ein Pilz? Ach ja. Oh, ja. Scheiße. Geh in den 50er rein. Ist komplett Glück hier, ne? Ist das ein... Oh, wieder nur ein Pilz. Einmal riskier ich's. Okay, riskier. Oh, 20 Ups wären richtig geil. Oh, das wäre so nice. Egal, 5 Ups ist auch okay. Das ist auch voll okay. Besser als nichts, ne? Nochmal, komm. Hahaha. Oh, bitte. Oh Gott, ja! Ja, Mann! 20 Ups, ja! Wir sind erstmal safe. Und nochmal 3 Ups. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Danke, Spongy, für diesen Tipp. Ja. Ich gehe nochmal eine Feuerblume versuchen zu holen. Oder auch nicht. Nee, nur ein Pilz. Einmal können wir noch. Sag Bescheid, wenn ich springen soll. Und jetzt. Ja, gut. Nice. Gut gemacht. Sehr gut. So, damit sollten wir den nächsten Boss schaffen. Denke ich mal. Richtig. Denke ich auch. Wir haben genug Leben. Wir sind erstmal sicher. Ja. So, auf in die Schildkröte. Alles von vorne, wenn wir sterben, ne? Das wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht. Ich sag dir, deswegen, wir wären eigentlich sowas von arm dran gewesen, hätten wir das nicht gewusst. Richtig. Los geht's, auf in diesen fetten Wal. Und da hat Spongy auch recht. Eigentlich müssten die rot gehören, weil die sich hier umdrehen, weißt du? Die grünen laufen normalerweise alles runter. Und Coins sind wichtig, mitnehmen. Wer weiß, wie oft wir noch Game Over gehen, kurz davor. Richtig. Oh Gott, Alter. Wusstest du, dass ich eine Zeit lang... wusstest du? Nimm die Coins mit. Nimm die Coins mit. Nee, hier nicht. Hier ist mir zu gefährlich. Wusstest du, ich habe eine Zeit lang gedacht, ich kannte Super Mario Land 1 habe ich zwar gespielt, ne? Ja. Aber dann habe ich Super Mario Land 2 nie gespielt. Vielleicht einmal kurz testweise, ich erinnere mich da ganz wenig dran. Aber ich habe Super Mario Land 3 sehr lange gespielt. Aber da geht's um Mario und Super, um Wario geht's um ihn. Darum. Ah, um ihn. Okay. Und das heißt ja auch Super Wario Land. Und das steht darunter steht und als Untertitel Super Mario Land 3. Und ich habe immer gedacht als Kind, es gibt noch 2 andere Titel mit Wario. Gibt es aber nicht. Nee, gibt's nicht. Der Boss. Der Boss. Oh ja, Ach, das war dieser Splatoon-Lappen, ne? Ja. Alter, wie viel hält denn der aus? Ah, er ist tot. Das war nicht easy, Leute. Ne? Warum, ja, genau, warum nicht gleich so? Ja. Stell dir vor, wir müssen alle Coins nochmal sammeln. Und das war halt, das Ding. Ich habe Super Mario Land richtig gern gespielt. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann demnächst kommen, weil ich das Spiel echt liebe, ne? Wir haben noch 2 Coins vor uns und Wario Land ist richtig gut. Hast du auch gespielt? Ich erinnere mich dunkel daran. Ja, ich habe das auch gespielt, aber nie durch. Das mit den Dashen? Ja, doch. Das war schon nice. Und ich erinnere mich da ganz dunkel Spongy dran. Hat mir was erzählt, und zwar, weil wir haben noch 2 Welten vor uns, und zwar hier müssen wir auch rein. Und zwar müssen wir mit der Blase am Ende ankommen. Okay. Man kann gedrückt halten. Man kann einfach gedrückt halten. Okay. Dann, das wird und easy. Jede Welt hat noch extra Level, die man irgendwie freischalten muss. Ich werde mir die extra Level, werde ich offscreen freischalten, denke ich mal. Und dass wir die alle mal in der Part angehen können, weil die Spongy schrieb, die haben Auswirkungen auf die Map. Auf die jeweilige. Guck mal, der ist eine Frau, hat ihn verlassen, deswegen guckt er immer noch so traurig. Aber die haben Auswirkungen auf die Map. Ja, ich wusste es, ich bin halt totaler Noob. Ich habe nach Mario Land 1 habe ich immer gerne gespielt, Mario Land 2 halt nie. Also ich habe es wirklich, also ich habe es gerne, ich hätte es gerne gespielt, aber ich habe es halt nie gehabt. Ja, stimmt. Aber, ja, wenn es halt Auswirkungen hat, möchte ich die halt gerne sehen, ne? Eben. Oh, geil. So, und hier ist der zweite Durchgang.
Hiermit kommen wir in die nächste Welt. Ah, nice, okay. Aber erstmal das Spiel, bitte das Leben. Ja. Oh, nice. Ich hätte aber auch gerne das Flughörnchen-Dings, ne? Das Hasen-Kostüm. Aber ich glaube, Leben sind erstmal wichtiger. Space Zone, Alter. Space Zone. Sieht sehr lustig aus. Spacig. Ja, und guck euch Mario mal an, Alter, im Raumanzug hier. Deswegen hoffe ich, dass in Mario Maker 2, dass man Mario Land machen kann, weil man kann ja schon in diese Raumanzüge machen. Ja. Also diese Raum, diese... Ich war ja schon bei Mario Maker sehr beeindruckt von Super Mario 3D Land. Zwar in 2D, was ich nicht so geil finde, aber ja. Es ist halt wirklich sehr cool, weil ich glaube, wenn man die Teile dazu herstellt, hätte man auch ein geiles 3D-Level machen können oder sowas. Das wäre richtig nice gewesen. Ich muss einmal mit der Gravitation klarkommen. Aber ein Mario Maker 3 wird es wahrscheinlich geben. Also was heißt, wird es wahrscheinlich geben? Das ist safe. Oh Gott. Das ist genauso safe wie Splatoon 3, wovon es bei dem guten Miku und mir, wenn es dann kommt, auch ein LP geben wird. Ja, definitiv. Mist. Hoffentlich hat Splatoon 3 Server. Glaubst du da dran? Nein. Also ehrlich gesagt nicht. Stern. Die explodieren. Ja. Das geh weg. Oh nein. Oh. Das sind Bombensterne. Du musst denen ausweichen. Du musst da hinten, ja genau. Perfekt. Ja, nice. Warte mal, ist da oben irgendwas? Nö. Nö, außer Sterne nichts. Ja, natürlich. Oh ja, nice. Für das fette Schwein, Alter. Das fette Schwein, kein Fettshaming hier, ne? Ach was, der fette Toad in Paper Mario kommt damit ja auch klar. Er muss damit klarkommen. Ich hatte echt Angst, dass der den Zug frisst, ne? Ach, so schlimm ist das nicht. Nimm erstmal den Checkpoint mit. Der sieht halt schon nett aus, ne? Dieser fette Toad. Der war schon lustig. Aber wie kann ein Toad so fett werden? Oh, guck mal, der Planet hat ein Gesicht. Ja, guck, der Saturn. Ist der nicht süß? Ja, total. Ja, als ob! Die Hitbox, ne? Der hat mich nicht mal getroffen. Dabei soll das Spiel das einfachste Spiel überhaupt sein, ne? Von Mario. Oh, genau. Gott! Genau, die Hitbox sagt das ja schon. Die Kugel ging voll an dir vorbei. Ja, ist klar, Diggi. Da, Coins sind wichtig. Ja, sehr wichtig. Ah. Verpiss dich, ihr Schweine! Ihr fetten Schweine! Nein! Wow! Nein, geh doch weg! Ganz easy! Ich will nur nach oben. Hier ist nichts. Oh, das ist die Glocke. Ach, deswegen. Oh. Egal. Weg hier. Einfach weg. Hier wird wahrscheinlich auch ein Secret irgendwo versteckt sein. Denke ich mal. Wir sind beim Stern. Space Zone. Spacey, ne? Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Ein Sidescroller-Level. Oh nein, guck dir den wütenden Stern an, Alter. Wow, was ist hier denn los? Oh Gott. Ja, nice. Das ist irgendwie gefällt mir, ist cool. Ach, Musik, ne? Die Musik. Ja, ich bin einmal gestorben. Passiert mal. Kann ich mir jetzt mittlerweile auch leisten mal. Gab es in Super Mario Land 2 nicht sogar die böse Sonne? Oder war das in Super Mario Bros. 3? Das war in Super Mario Bros. 3. Ah, okay. SMB3 kam sie zuerst. In Super Mario Maker kommt sogar der böse Mond, ne? Nicht der, ich weiß nicht, ob der böse ist, aber... Ach nee, der gute Mond. Ich glaube, der gibt dir Münzen. Der Mond, so der Mond macht diese... Oh Gott, was geht denn hier ab? Der Mond macht diese Gravitation. Ja, genau. Oder alles upside down, weißt du? Das gefällt mir richtig nice. Das finde ich nicht richtig nice. Da ich freue mich auf die Level. Ach ja, und ein kleiner Wermutstropfen. Nintendo hat es wieder mal verkackt, Online-Modi richtig zu machen. Man kann nicht mit Freunden zusammen online spielen. Das heißt, voraussichtlich. Ja, das heißt, kein Koop-Projekt für den guten Miku und mich. Es würde über Local Wireless gehen. Dafür bräuchte der gute Miku aber eine zweite Switch, weil man die hacken müsste. Ach, come on, die Hitboxen sind auch kacke hier. Kam irgendwo mal ein Checkpoint oder so? Das kann doch nicht sein. Das Level ist hacke übelst. Nein, das Level ist schon geil. Aber bei einer gehackten Switch ist dann auch das Problem, ihr könnt euch nicht zu den Nintendo-Servern verbinden. Weil dann werdet ihr gebannt. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, mit Freunden online zu spielen. Schade drum.
Vielleicht findet die Homebrew-Community eine Möglichkeit, wie man erstellte Level auf einen Homebrew-Server hochladen kann. Ja, das müsste man einfach die extra dafür hochladen. Das ist halt das, dann ist halt der Sinn von Mario Maker weg extra. Weil ja, da hast du auch weniger Auswahl. Eben, das ist das eher das Problem. Du hast halt weniger Auswahl, weil du brauchst halt dann eine gehackte Switch dafür. Aber das ist halt schade. Sonst hätten wir einige Parts im Koop easy gemacht. Das hätte bestimmt Bock gemacht. Oh, das ist doch ekelhaft hier, Alter. Was ist los? Diese Hitboxen, ne? Das ist furchtbar. Hier werden wir jetzt alle unsere 26 Leben verlieren. Ich hoffe nicht. Aber wir sammeln gut Münzen auf jeden Fall. Ja. Bringt uns nur nichts, wenn wir dadurch weniger Leben bekommen. Kannst du einfach ganz oben lang fliegen? Ich glaube, irgendwo nicht mehr. Ne, hier nicht mehr. Hier wird's schwierig. Ich weiß nämlich nicht, ob die Hitbox mich da noch trifft. Aber man kann es ja probieren. Und dank Spongy weiß ich, dass man einfach nur A gedrückt halten muss, um hochzusteigen. Bei allem. Auch beim Honig im Baum. Ah, okay, alles klar. Lustig, ne? Ja, guck mal, du kannst ja einfach langfliegen. Warum denn den schweren Weg nehmen? Scheiß doch drauf. Ich möchte schon ein bisschen was vom Level sehen, ne? Ja, genau. Deswegen, wir spielen jetzt bis dahin, wo wir eben waren und dann... hier waren wir, glaube ich, eben. Jetzt können wir wieder runter. Oh! Ja! Natürlich! Hätten wir nur brauchen können. So, spätestens hier hätten wir eh sinken müssen. Oh, nice! Snack die, Alter! Oh, diese Sterne, ne? Ich habe Angst vor den Hitboxen, die sind echt furchtbar. Aber die Welt ist cool. Oh, krass, Kugelfische, Alter. Ich bleib oben. Es ist mir zu gefährlich. Mir gefällt die Musik. Mir gefällt die Musik richtig gut, ne? Die macht voll gute Laune. Ja. Dann finde ich nicht so schlimm, wenn ich hier sterbe. Können wir ruhig normales genießen. Da freue ich mich halt, das weckt ja schon fast Gefühle wie Michael Jackson bei mir im Sommer. Michael Jackson ist auch für mich so gute Laune Musik. Zwar nicht alles, aber das meiste, ja. Nein, ich habe Michael Jackson früher als Kind gern gehört, irgendwie mittlerweile gar nicht mehr. Ich bin da raus irgendwie. Was heißt raus? Er wird ja auch kaum noch gespielt. Oh, Checkpoint. Alter, das war erst die Hälfte? Uff. 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 Ja, Uff. Michael Jackson wird ja halt kaum noch im Radio oder so gespielt, deswegen kriegst du halt auch nichts von seiner Musik mit, leider. Ich kenne die Musik. Die sträuben sich ja alle davor, die zu spielen irgendwie, dass man den auch mal so hört. Weißt du? So, wahrscheinlich stehen wir vor... Wir stehen vor Boss, würde ich mal sagen. Das heißt, ich habe gerade gedacht, ich bin jetzt nur mal Mario. Ja, ich auch. Und es ist... Der Tatanga, Boss! Der Boss aus dem ersten Teil! Wow! Oh, bei ihm läuft halt richtig hart, ne? Was? Wie sollen wir den denn besiegen? Oh Gott, ich muss ihn dreimal treffen. Oh Gott, der wird schwer, ne? Einmal noch. Nein! Fick dich! Oh. Ja. Nein! Tatanga trägt einen Tanga, Alter. Aber muss ich den Shit hier echt nochmal machen? Ja, leider. Boah, das war echt nicht. Das ist belastend. Oh. Die Kurve hier ist echt eklig. Belastoflip. Ja. Die Kurve ist hier echt eklig. Den Boss kriegen. Die 15 Minuten sind zwar gleich rum, aber den Boss hätte ich gerne noch im Part. Ja. Damit du wenigstens was für Thumbnail hast. Den kriegen das hier finde ich viel ekliger mit dem Fisch. Da ist eine Feuerblume drin. Nee, hast nicht mehr. Meinst du? Wir sind klein. Dann hol dir den Pilz. Ja, muss ich aber richtig positionieren, die Hitbox ist halt echt eklig. Auch das in den Röhren gehen ist schon eklig. Siehst du ja, Mario, man sieht die Füße. Jupp. So, ein bisschen besser anstellen. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Oh, vorsichtig. Oh Gott! Oh. Ja, das ist einfach eklig! Hä? Was? Was? Wie? Ey, das ist Betrug! Diesen Part machen wir jetzt länger. Ich möchte diesen Boss besiegt haben, Alter. Ich auch. Das kann doch nicht sein. Aber der Betrug, Mucke, ne? Wenigstens hat man gute Mucke. Das stimmt. Schade, dass man hier nur einen Pilz kriegt, Alter. Ich würde ihn gerne so mit der Feuerblume drangsalieren, ne? Ja, ich auch. Auf ein neues! So,
So, los geht's. Diesmal müssen wir vorsichtiger sein. Man muss die Attacken triggern. Jupp. Ach, come on, das ist doch eine dumme Scheiße. So, erster Treffer. Du musst die triggern, vergiss das nicht. So, ein Treffer noch. Ja, nice. Ja, geschafft. Weg mit dir, Tatanga, du Alien-Vieh. Ekliger Tanga-Träger, Alter. Du Tanga-Träger, du. 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 Alien. Ja, du Alien, Alter. Geh weg, ey. Ja, nichts gegen Alien. Falls ihr mal zuschaut oder so, das meine ich nicht persönlich. Kein Alien-Shaming hier. Richtig. So. Ja, da haben wir auch die fünfte Golden Coins gesammelt. Richtig. Wir sind fast fertig mit dem LP. Nein. Wir gehen nächstes Mal zu diesem. Genau. Zu diesem Haus. Hausline rein. Und ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.